Ihr wisst's, ich bin eine Frau, die ihr Wort hält. Ich habe es schon mal angekündigt, dass ich mir gerne mal den Schweizer Bachelor angucken möchte. Und genau das machen wir heute. Wir gucken uns die allererste Folge von der 11. Staffel vom Schweizer Bachelor an. Und ich werde jetzt sofort aufhören, jeglichen Dialekt versuchen nachzumachen. Ich habe im Urlaub einen Schweizer getroffen und ich habe ihn gefragt, ob er aus den Niederlanden kommt. Weil ich sein Dialekt absolut falsch eingeordnet habe. Und deswegen lassen wir das jetzt und gucken rein. Ein Traummann will sich mal so richtig verlieben. Das ist übrigens auch der Mann, den ich im Urlaub getroffen habe. Hä, was ein Zufall, ein Quatsch. Schauen wir uns den mal an, wer ist das denn? Der gnadenlose Konkurrenzkampf sorgt natürlich immer wieder für Reibungen. Das hat sich mega geil angefühlt. Das ist nicht ernsthaft der Anfang von der Sendung. Habt ihr gesehen, was da für eine Reibung entstand? War hot. Das haben wir in der ganzen, von Folge 1 bis Folge 10, in jeder Bachelor-Staffel nicht so gesehen. Das ist so richtig enttäuschend. Auch in der, wo Georgina dabei war, da gab es viele Reibungen, aber nur zwischen den Frauen. Vorsicht, Lutschgefahr. Holla die Waldfee. Aber holla die Waldfee, wirklich. Ich merke schon, es ist ein anderer Vibe. Manche finden in Thailand die Hiebe ihres Lebens. Es sieht auf jeden Fall sehr vielversprechend aus und ich bin gespannt. Und das ist das Intro-Lied für den Schweizer Bachelor. Also die Nürnberger unter uns, ihr werdet wissen, das gibt mir einfach Planet 2017 Vibes. I wanna do your machine. Einfach geil. Du könntest durch jede Dorfdisco auf der ganzen Welt ersetzen. Geil. Bei dem Song habe ich das Gefühl, da geht's noch heiß her. Manche von euch kennen ihn schon. Er hat einmal das Herz der Bachelorette erobert. Ja, klar, es war natürlich die Schweizer Bachelorette und deswegen haben es viele von euch vielleicht auch nicht mitbekommen. 2019 hat er bei der Bachelorette teilgenommen und sogar gewonnen. Wisst ihr, wer die Bachelorette damals war? Andrina, ihr kennt sie noch von Love Island Staffel 6. Was jetzt? Entscheid dich, hallo. Da ist sie ja mit... Martin rausgegangen. Alles und nichts, aber irgendwie auch geil. Der ja dann wieder bei I The One war. Andrina haben wir seither nicht mehr viel gehört. Auf jeden Fall war Kenny, das ist der Bachelor, 1,5 Jahre mit Andrina zusammen und jetzt sucht er wieder die neue große Liebe. Ich bin der Kenny. Ich kann selber nicht glauben, aber ich bin tatsächlich der neue Bachelor. Ist das die ganze Sendung jetzt in Schweizerdeutsch? Weil da haben wir echt ein Problem. Da würde ich eher auf Niederländisch mir das anhören. Spaß. Also, nochmal auf Hochdeutsch. Er heißt Kenny, eigentlich Lehmann. Er ist 26 Jahre alt und er ist der 11. Bachelor der Schweiz. Im Vergleich dazu, in Deutschland war der jüngste Bachelor 28, das war 2015 Oliver Sanne. Sonst waren alle immer älter. Ist ein junger Hüpfer. Ich liebe auch immer ganz viele neue Herausforderungen zu machen, Challenges, die ich mir auch selber stelle. Der Kick, also das Adrenalin, das brauche ich immer ständig in mir. Das Lied ist übrigens von 2012. Und sonst habe ich alles. Eieiei. Ein Stück Schokolade, was ich gerade nicht gegessen habe, kam gerade ganz quer irgendwie rein in den Hals. Das Lied ist von 2012 übrigens und ich habe natürlich jedes Wort verstanden, was er gesagt hat. Gibt hier Untertitel? Ich habe schon als Kandidat gesehen und es ist natürlich am Anfang ein sehr neugieriges Gefühl. Du weißt nicht, hey, was kann da passieren? Aber ich habe dort erfahren, eben, dass da wirklich die grosse Liebe daraus entstehen kann. Ja, das durfte er erfahren. Ich hoffe, wir kommen mit dem Schweizerdeutsch zurecht. Leute, ich bin auch ein bisschen überrascht. Ich gucke es mir jetzt zum ersten Mal mit euch an, ja? 2019 eroberte Kenny das Herz von Bachelorette Andrina. Zwei Sachen. Zum einen finde ich es interessant, dass die Moderationsstimme, die Off-Stimme, Hochdeutsch spricht. Zum anderen reden wir von der gleichen Andrina. Moment. Ich erkenne die fast nicht wieder. Andrina, Bachelorette, das ist krank. Ich habe die echt nicht erkannt gerade. Wow. Jetzt bin ich wieder auf dem Markt und ich bin offen, jetzt hier in diesem Abenteuer die nächste große Liebe zu finden. Genug von ihm, jetzt werden endlich die Kandidatinnen vorgestellt. Jessie, das verrückte Manga-Girl. Oh wow, direkt schön. Wir machen hier die Box auf. Hier ist das verrückte Manga-Girl. Cool. Ivana, die TikTokerin mit den langen Beinen. Hä?
Nila, die vegane Konditorin. Das finde ich jetzt zumindest mal in irgendeiner Weise interessant. Das mit den langen Beinen und TikToks, da verstehe ich nicht. Da blickst du einfach nicht durch. Influencerin Sabrina aus Wien und ihre Namensvetterin aus der Ostschweiz. Guck mal, die müssen sich schon einen Namen teilen und dann auch noch eine Vorstellung. Wurde nichts über sie gesagt, außer dass einer aus Wien kommt und einer aus der Schweiz. Thalia kann gut singen. Oh mein Gott, die haben sich richtig viel Zeit und Mühe genommen, die Kandidatinnen vorzustellen. Wow. Ich frage mich, was die bei mir sagen würden. Mirella trinkt Tee. Warum ich nicht im Bikini bin, ich weiß. Noemi kann gut dribbeln. Deborah hat einmal Eishockey gespielt. Okay, ich wundere mich ab jetzt wirklich nicht mehr. Sie hat einmal Eishockey gespielt. Mirella hat einmal voltigiert. Chiara kann Torten backen. Die sind diesmal nicht vegan. Sie kann Torten backen. Macht sie es beruflich? Ich weiß es nicht. Lea restauriert Möbel. Janika ist sehr sensibel. Das sind nicht mal vergleichbare Eigenschaften. Die eine hat lange Beine, die andere ist sensibel und die andere kann Torten backen. All inclusive. Jennifer joggt sehr gerne. Die joggende Jennifer. Mari kennt sich mit Geld aus. Was heißt das? Und Leonora mit Lippenstiften. Kann ich nicht glauben, dass sie das echt sich gedacht haben, das ist eine gute Vorstellung. Da finde ich jetzt gerade diese ganzen beschissenen Vorstellungsvideos, die wir das letzte Mal beim Bachelor hatten, wo die Frauen dann nach der Hälfte irgendwie rausgeschnitten werden mussten, finde ich besser. Schreibt mir doch mal sehr gerne in die Kommentare, wenn ihr vorgestellt werden würdet. Was würde wohl bei euch da stehen? Ich weiß, wie ich mich vorstellen würde mit Mirella hat jetzt einen Podcast. Link dazu hier unten und da und überall. Hört rein, überall dort, wo es Podcasts gibt. Und auf YouTube gibt es auch einen Kanal da sogar mit Video. Hey, wie wär's denn, wenn ihr das Popo-Yoga kurz unterbrecht und euch mal selbst vorstellt? Ach so, ja, weil wir wissen zwar schon wahnsinnig viel und jetzt wird es Popo-Yoga. Die Sendung ist ja eine Katastrophe. Rufe, Leute. Ich habe echt nicht gedacht, dass das so ein krasser Unterschied sein wird. Ich bin Mari, ich bin 24 und ich frage mich, was die anderen da machen, weil der Bachelor hat ja mit mir schon alles. Also was dem können jetzt hinpacken. Ich finde, man sieht auch deutlich einen Unterschied in der Produktionsqualität. Also das sieht halt aus wie von 2015. Die Dame im rosa Tanga steht auf Manga. Das war der Reim. Ja, ist ein cooler Satz. Kam der sich nicht doof vor, das einzusprechen? Ernsthaft. Ich bin Jessie und ich werde den Bachelor mit meiner japanischen Art verzaubern. Gambarimasuyo! Ich kann nicht mehr, Leute. Ich kann echt nicht mehr. Wir sind 2 Minuten drinnen und ich kann nicht mehr. Alles, was so kleine Japaner machen, das liebe ich, das abzuschauen. Abzuschauen ist abgucken, das liebe ich. Abzuschauen. Lurge ist wie Lucky Lucky. Ey, ich verstehe schon, also, ihr werdet mich so hassen am Ende des Videos. Es tut mir so leid. Bitte, liebe SchweizerInnen, verzeiht mir jetzt schon für alles, was in den nächsten 40 Minuten passieren wird. Dankeschön. Natürlich schaue ich immer, dass es für mich schon mein eigener Style ist und dass ich es nicht komplett kopiere. Ja, es ist total eigen. All Wahnsinn. Ich bin bisexuell. Das wissen eigentlich schon recht viele. Sag ich immer wieder offen. Was? Eigentlich schon recht viele. Sag ich immer recht wieder viele. Offen. Ja, ich habe alles verstanden. Wenn ich mit dem Bachelor wirklich würde irgendwie zusammenkommen, das wäre wirklich mein absolut erster Freund. Und echt? Hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Mein Interesse für die Architektur, das habe ich schon eigentlich als kleiner Bub ein bisschen von meinem Vater bekommen. Okay, also er ist ein Architekturfan. Jetzt mal ganz ehrlich. Seid ihr überrascht, wie toll ich Schweizerdeutsch verstehe? Du hast es ganz toll gemacht. Ich bin schon ein bisschen positiv überrascht von mir selber. Und dann noch weiterhin in deinem Stylestudium als Architektin angefangen und bin jetzt eigentlich mittendrin. Ist ein Student. Ist ein Student, Leute. Sexy, oder? Die Architektur ist natürlich das Optische wie auch das Funktionale sehr wichtig. Das Funktionale ist sehr wichtig. Also mein Bänder ist es fast verheilt. Ich bin wieder funktional top. Und das gilt für mich auch bei einer Frau. Spannender Typ auf jeden Fall, oder? Ja. Doch bis zum Häuschen im Grünen ist es noch ein weiter Weg. Im Moment genießt Kenny sein städtisches Hipsterleben. I fall in love whenever we meet. Ich bin ja original kein Stadtkind, aber ich habe es wirklich gemerkt, ich brauche den Lifestyle in der Stadt mit dem Bike immer unterwegs. Und das gibt einem wirklich das Gefühl von Freiheit. Sieht voll nach so Beton-City aus. Was ist, was...
oder? Mir ist wichtig, dass meine Freundin, meine Partnerin auch aktiv ist. Sie muss jetzt kein Sportfreak sein, der jeden Tag irgendwie stundenlang Sport macht. Aber jeden zweiten wäre schon gut. Aber es wäre natürlich schön, wenn man neben dem Bettsport sonst noch zusammen Sport treiben kann. Der Bettsport. Oh, mein Lieblingssport. Mirella macht am liebsten Bettsport. Gut, dass es sich bei unseren Ladies um echte Sportskanonen handelt. Schon seit Stunden schwingen sie die Hüften und werden einfach nicht müde. Mein Name ist Sabrina, ich bin 25. Von außen bin ich Barbie, aber ich kann auch anders. Kann sie auch Ken? Oder was will sie mir sagen? Das ist eine sehr gute Frage. Charakterlich sollte auf alle Fälle intellektuell auf mein Niveau sein. Also von der Stimme her habe ich sie direkt erkannt. Die war mal bei Are You The One, Leute. Erkennt ihr sie optisch, werdet ihr sie nicht erkennen. Meine letzte Beziehung war eigentlich schon lange her. Und ja, er hatte fast keine Zeit für mich. Und für mich ist es wichtig, die Aufmerksamkeit. Ja, da ist doch der Kenny genau der Richtige. Ja, mein Ex-Freund, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt, aber ich war ja bei Are You The One und dann habe ich ja auch einen Schweizer kennengelernt. Klar, haben wir alle mitbekommen. Das verfolgt jahrelang. Ja, was soll ich sagen? Ihr habt ja wahrscheinlich in den Medien mitbekommen, was da abging. Also, kurz nochmal, ihr habt es ja wahrscheinlich mitbekommen in den Medien, es ging Tagesschau, Tagesthemen hier, also überall in den Medien ging es rum. Also ich werde es jetzt nicht nochmal aufwärmen, weil wir haben es ja zuhaufe gehört, was da passiert ist. Man kann einer Frau gegenüber nicht aggressiv sein und ich distanziere mich klar. Gut, es war wohl aggressives Verhalten, da würde ich mich auch von distanzieren, gut gemacht. Ich kannte ihn so nicht, zu mir war er immer sehr leidenschaftlich, ehrlich, direkt, aber eben auf eine Gentleman-Art und dort hat er halt das Gegenteil bewiesen. Wer war das denn? Der eine da? Ah ja, ich weiß noch. Ich habe leider den Namen, weiß ich nicht mehr. Girls, was ich euch mitgeben kann, lasst euch auf keinen Fall unter eurem Wert behandeln. Wenn ein Mann mit euch so umgeht, dann lauft weit, weit weg. Jetzt ist sie ja Gott sei Dank hier und ich freue mich sehr. Wenn ich die anderen Mädels betrachte, dann würde ich sagen, dass meine Chancen schon sehr hoch sind. Weil sie sich wahnsinnig abhebt von den anderen? Wahrscheinlich, ja. Ich finde geil, auch diese Musik und so ist schon spannend. Es gibt mir eher so ein bisschen Kardashian-Vibes als Bachelor-Vibes. Wisst ihr, was ich meine? Es ist schon sehr so Drama. Haferflocken, Milch, eine reife Banane und 4 große Eier. Das sind die Zutaten für Kennys legendäre Kencakes. Kencakes. Du, als Mirella, die ihren Kanal mir relativ egal nennt, viel kann ich nicht dazu sagen. Und die Kencakes werden nicht das Einzige sein, was Kennys Freunde heute verdauen müssen. Denn davon gibt's immer ordentlich Durchfall. Ich werde heute mit Ihnen meine beliebten Kencakes machen. Also für all die, die es nicht kennen, sind eigentlich Pancakes. Echt, da bin ich jetzt gar nicht drauf gekommen, dass Pancakes einfach Pancakes sind, die du machst. Oh, cool, dass du es nochmal erklärt hast. Das macht es auch irgendwie alles noch witziger. Wow. Kennys Pancakes haben derart viele Kalorien, dass man bei diesen Bildern eigentlich von Dickpics reden könnte. Bitte, ich muss wissen, wer hat diese ganzen schlechten Witze geschrieben? Und willst du einen neuen Job haben? Jetzt bist du neuer Bachelor. Genau, ich bin neuer Bachelor, mal meine Haare wachsen lassen. Nein, nein, ich mache den Bachelor. Oh, habe ich voll nicht mit gerechnet. Hier sind ja Kameras. Wow. Ja, ich dachte, du bist Bachelor, weil du hast ja lange Haare und ein Mädchen haben lange Haare. Ich singe einfach gerne. Ich habe schon 2 Lieder draussen. Ah. Aber ich bin gar nicht bei Fame da. Ah. Und wer weiß, vielleicht macht der Bachelor ja auch Musik und es gefällt ihm. Ja, also ich singe ja gerne. Ich habe schon 2 Lieder veröffentlicht, aber ich bin gar nicht für Fame da. Wo aber ein bisschen mit dem Zack von einer spanischen Temperament. Ich meine, wir sind beide Spanierinnen. Ja, ich glaube, wir wissen, was. Die anderen nur so, ja, ich bin auch hier. Mit der Thalia und mit der Noemi habe ich es jetzt so empfunden, dass sie doch sehr fest auf ihre Latina-Getue so ein bisschen eingehen. So, ne? Weißt, ja, das stimmt. Wir haben keine gemachte Titte, keine gemachte Arsch, keine gemachte Lippe. Vielleicht gefällt das am Bachelor, weißt du? Ja, dass man natürlich glaube, so. Ja. Wir punkten mehr so.
die Themen, die sind spannend. Also da ist auf jeden Fall, wir sind hier in der Mitte der Gesellschaft. Ich bin Nila, 34, aus Zürich. Und wie man sieht, bin ich eine grosse Fabi Wundertüte. Der Bachelor wird ganz viele coole Sachen mit mir erleben. Und wie man sieht, bin ich eine grosse Fabi Wundertüte. Ich soll da jetzt ziehen, ja? Das ist doch aua. So war die ein bisschen. Und wenn sie noch doller zieht, dann kann es auch sein, dass sie rausfallen, weil die haben echt, die sind strapaziert, die Haare. Hey! Immer gut Conditioner, Haarmaske, musst du gut pflegen. Die Farbe, das ist anstrengend, sag ich euch. Was ich halt ja daran glaube, ist Karma. Also wenn man andere Leute schlecht behandelt, dann kommt es zu einem zurück. Ja, und wenn es einem schlecht geht, dann dann hat man auch irgendwas Schlechtes gemacht und das Karma, was auf einen zurückstößt. Also, ja, selber schuld. That's halt irgendwo auch the game, ne? Ja, dass ich mich pflanzlich ernähre. Das hilft mir auch sehr, bei mir zu bleiben. Und dort ist auch wieder das Karma-Thema. Ich möchte nicht Leid zufügen diesen wundervollen Lebewesen. Ich kann das nicht. Ich kann nicht mehr. Ja, aber ich denke offen halt. Trotzdem Verständnis zeigt, wenn man selber spirituell ist. Es ist mir nicht wichtig, dass der Bachelor spirituell ist, aber es wäre sehr schön, wenn er Interesse daran hat, an dem. Also schon wichtig, ja. Wie wäre es, wenn wir jetzt eine kleine Übung machen? Für morgen? Ja. Dass wir schön in unserer Mitte sind? Ja. Was wollen wir machen? Eine kleine Übung machen. Ach, kleine Übung? Weiß ich leider nicht, was sie machen wollen, aber ich viel Spaß dabei und Erfolg. Dankeschön. Eine Partnerin, die muss irgendwie einfach mich so nehmen, wie ich bin. Ich hoffe einfach, dass ich nicht mich muss von meinem Lifestyle abwenden muss. Und es ist natürlich sehr schön, wenn sie genau in den Lifestyle reinpasst. Ja, also am liebsten wäre es mir auch, ich lebe mein Leben genauso weiter und da kommt dann noch jemand dazu und ich passe mich eigentlich, also eigentlich, sie ist ein Hund, der dann mitläuft. Das wäre mir am liebsten. Oh, was ein Shot, oder? Puh. Zum Verlieben, würde ich fast sagen, ne? Unglaublich aber wahr, die Ladies tanzen immer noch. Ich wusste, dass der wieder mit so einem Spruch reingeht. Es reicht doch jetzt. Weiter geht's mit der Vorstellung. Kann ich mehr? Jetzt noch mehr? Ich bin Leonora. Ich bin für alles zu haben. Ich bin sehr kommunikativ, ein sehr offener Mensch und vor allem auch sehr crazy. Und ich denke, ich bin eigentlich wirklich alles, was man sich wünscht. Und es war eine sehr lange Vorstellung. Und Leute, die von sich behaupten, die sind sehr crazy, sind es meistens nicht. Crazy. Ich bin Jennifer, bin 22, komme aus Luzern. Und mit meiner Offenheit und Spontanität möchte ich den Bachelor in mein Boot holen, damit wir gemeinsam in die Haft der Liebe reinfahren können. Wow, das sind immer Stretches, oder? Also, was wieder. Ja, hier ist ja mein Boot und deswegen möchte ich den Bachelor ins Boot holen und dann fahren wir in den Hafen der Liebe. So, also ich habe mich entschieden, ich werde auf jeden Fall das anlegen. Jetzt kommt ein Drama, ich spür's schon. Und dann halt zu einerseits habe ich dann noch das gewagte Kleid. Also bitte, Jenny. Ja, aber ich bin ein bisschen freizügig. Ja, aber was ist bei meinem Mann bitte schon gewagt oder zu freizügig? Wir sind doch hier beim Schweizer Bachelor, wir sind ja nicht beim deutschen Bachelor. Gewagt heißt, der Designer hat bei Leonoras Kleid obenrum die Hälfte vergessen. Aber findest du irgendwie nicht, dass es mit den Tattoos vielleicht nicht kombiniert, oder? Mach doch die Tattoos weg, sieht besser aus. Ich finde es aber genau darum sehr passend, weil hier habe ich den Ärmel frei. Mhm. Da kommt mein Tattoo gut zum Vorschein, genauso wie auf dieser Seite. Ich habe das Gefühl, irgendjemand will jetzt hier irgendwie das Kleid verkaufen. Nee, ich möchte keine Kundenkarte haben, dankeschön. Ich sehe, du bist all natural. Ja, ich bin gar nicht tätowiert, ich kann auch kein Piercing. So. Gar nicht. Nein. Tun auch immer noch so, als wir Tattoos haben, also... Gefällt dir denn das allgemein nicht? Mir gefällt es schon, wenn es einen gewissen Touch hat, aber ich finde sozusagen, ich bin mich in die Schale, um dann meinen Körper zu verwüsten, also... Hat die gesagt, dass sie ihren Körper verwüstet oder entstellt oder irgendwie sowas? Das habe ich verstanden. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, die Kleidauswahl. Du, mir hätte es auch gereicht, wenn die im Bikini weiter tanzen, da aus dem Auto steigen. Das hätte ich schon auch erwartet. Der erste Eindruck, der ist schon sehr wichtig, weil man kann mit dem schon sehr viel erreichen, sowohl negativ wie auch positiv. So, jetzt wird's richtig spannend. Jetzt holen wir uns nochmal die Snacks. Bei mir gibt's ja immer die Koro Bio Linsenchips. Das ist für mich mein Go-To-Snack. So wie der Bachelor ist auch ein Snack, oder?
Bei Koro gibt es aber nicht nur sexy Snacks, sondern auch Lebensmittel in Großpackungen. Ich bin eine jahrelange Kundin. Ich sag, wie es ist. Mein Rabattcode Mirella55% Rabatt gilt natürlich. Link in der Infobox. Schaut doch mal vorbei. Wir snacken jetzt und gucken. Jetzt wird's spannend, Leute. Was wird er sagen zu den Frauen? Also ich sag, Schmackofatz. Da linse ich mal drauf. Ich kann noch schon einen dummen Wortwurz bringen. Zum Vernaschen und Anknabbern. Waage Nummer 1. Eine der Kandidatinnen trägt nur einen Hauch von nichts. Leute, ich bin Medium. Wenn du das sagst. Ich habe doch gerade gesagt, die können von mir aus im Bikini auftauchen. Da taucht die jetzt gerade im BH und in, es ist ja quasi Bikini. Es ist der Bikini des Schlafzimmers. Jochen, mich ein bisschen entscheiden zwischen Bordrot und Schwarze, aber ich würde dann spontan entscheiden, vor dem Ausstieg und sich anlegen. Ah, okay. Aha. Ach so, sie zieht sich dann noch was an. Im Wagen befindet sich auch ein Mann. Ein Flachmann. Ja, vielleicht gönne ich mir gleich noch einen Schluck. Ach komm, nie meine. Der einzige Flachmann ist der Moderator, der die Witze geschrieben hat. Der hat ja nicht die Witze geschrieben, nur einen Flachwitze. Lea kann ihr Glück kaum fassen. Sie ist die Erste, die Kenny kennenlernen wird. Ich muss mir den Clip nochmal anschauen, weil die Frau, die die Tür aufmacht, fällt so fast hin. Are you okay? Hi, Ebis. Dann der Schock. Kandidatin Janika hat sich als Türöffnerin verkleidet. Oh, ist es auch sogar noch eine Kandidatin? Wow. Hier wird nicht der Fahrer, ist nicht der Bachelor, sondern die Türöffnerin ist die Kandidatin. Das ist Wahnsinn. Boah, Wahnsinn. Das ist meine Apartment. Was für eine Überraschung. Frech ist ja, du hast. Ah, frech. Was für eine Überraschung. Auch Kenny braucht einen Moment, um zu verstehen, was hier gerade passiert. Weil er auch nicht die hellste Kerze auf der Torte ist. Und das mag ich an dem Mann. Hi. Hallo. Ich bin's, Janika. Ah, ich bin der Kenny. Freut mich. Hoi. Ich glaube, erst als die Hand in jemand war so, ah, so. Bist du auch so nervös? Hä? Ja, du bist eine Kandidatin. Ja. Ah, jetzt erst. Das ist, wenn mir Leute schreiben, dass sie mich schon 5 Jahre abonniert haben und jetzt erst verstanden haben, warum mein Kanal mir relativ egal heißt und ich Mirella heiße. Naja. Oh, was? Das bin ich gerade voll verwirrt, wenn ich denke, du bist. Okay. Ja, voll. Ah. Okay, ja gut. Naja. Positiv überrascht bin ich nicht. So ist er. Freut mich. Du siehst ja mega hübsch aus. Danke, gleichfalls. Danke, danke. Du bist so richtig so ein bisschen thailändisch fast schon. Ich bin Thailänderin. Und du bist Thailänderin. Aber nur halb. Und nur halb Schweizerin. Und darum die schönen hellen Augen. Ja, du hast auch schöne Augen. Danke, danke. Oh Gott, das ist einfach, diese ersten Kennenlerngespräche, die sind auch immer echt zum Grinch verurteilt. Hübsche Augen. Danke, gleichfalls. Die tollen, schönen blauen Augen sind wirklich etwas zum sich verlieben. Bitte gib jetzt nicht jeder weiteren Kandidatin noch ein Kompliment für die schönen Augen, weil das war jetzt das Einzige, was ich von ihm gehört habe. Ich habe ja etwas Kleines mitgebracht, weil ich selber immer Stein dabei habe oder Stein ja anhabe. Habe ich dir ein Kettchen gekauft? Darf ich es dir ja, sicher. Ich hoffe, es geht. Da. Entschuldigung, der schüttet mich. Da habe ich gerade Flashbacks. Wir wissen genau, so eine Armbandgeschichte, die kann auch nach hinten losgehen. Das ist für mich richtig dumm. Na du, kleine Drecksau, du. Na, ärgern tut es mich nicht. Mich ärgert's auch nicht. So war die gerade. Der Auftritt der dritten Kandidatin könnte sich um ein paar Minuten verzögern. Jennifer weiß immer noch nicht, was sie anziehen soll. Geh doch jetzt einfach in Unterwäsche raus. Also fändest du jetzt nur konsequent. Da bleibt nur ein Ausweg. Kenny muss entscheiden. Ich nehme es doch zurück. Ich dachte nicht, dass sie es wirklich macht. Es war ein Witz. Leute, es war ein Witz. Zurück ins Auto. Es ist zu spät. Ich, wenn ich die Realisatorin wäre. Nein, sie kommt wirklich so. Nein! Muss ich entscheiden, was du anziehst? Vielleicht. Eieiei. Du bist wer? Jennifer Hoy. Ich bin der Kenny, freut mich. Der kurze Blick auf die Brüste bei. Du bist wer? Ihr seid wer? Nicht du, ihr. Wow. Ich finde, der Kenny sollte jetzt seinen Sakko ausziehen und es ihr geben, so als cooles Element. Echt cool. Na? Mit deinen zwei Kleidern in der Hand haben natürlich der Blick nicht auf die Kleidung, sondern nur auf den heißen Körper. Super. Wenigstens geht es nicht um die Augen, hä? Zu meinem Outfit besser passt, glaube ich, dass er da. Schwarz. Wissen wir das. Ja. Ich hätte das Rote gerne gesehen, aber mich fragt ja keiner. Mit armen Mäuschen zu wissen. Oh. Du bist gerade fast auf Augenhöhe. Ja, ist doch ja gut, ne? Ja, aber auch nur, weil sie so dasteht. Ob eine Frau grösser ist als ich, spielt für mich eigentlich, sage jetzt mal, nicht eine Rolle, aber nur
wenn sie grösser ist mit High Heels. Also es spielt eine Rolle. Auf jeden Fall 100% spielt es eine Rolle. 100%. Ich habe dann etwas Kleines mitgebracht. Und zwar einen kleinen Flachmann. Ja, ich habe ein bisschen Schnaps darüber geschmuggelt. Oh, das ist gut. Ja, ich könnte ja. Ich gebrauchen. Ich weiß nicht, ob deinem Dialekt was verloren ging, aber das war wirklich wahnsinnig weird. Die Lady in Red. Deborah aus dem Aargau. Rotes Kleid, heißes Teil. Ich dachte erst kurz, Lola Weipert kommt gerade rein. Ja, ich habe mir etwas überlegt für dich. Okay. Und zwar mache ich mega gerne Sport. Ja, das ist geil. Hast du auch? Ja. Und jetzt macht sie einfach so ein Rückwärtssalto. Ein Backflip. Und zwar dachte ich, wir könnten zusammen Liegestütze machen. Okay. Ich dachte, 8 Stück. Weil bei 9 wird es bei mir kritisch. Ich brauche nichts sagen. Ich glaube, ich schaffe keinen einzigen Liegestütz mehr. Ich konnte früher mal Liegestütze, ja, das ist eine andere Story. 7. Und 8. Deborah, die muss wirklich Fußstück in den Ohren. Ich bin ganz ehrlich, Frauen, die Liegestütze machen können, da habe ich Respekt vor. Ist so. Fußball in diesen Schuhen, das kann nicht einmal Ronaldo. Ach, ich habe das Gefühl, der läuft schon mal auch zu Hause mit ein paar High Heels rum und kickt da ein bisschen rum. Das würde irgendwie, das sehe ich bei ihm. Sind wir da in Fußballmannschaft oder? Oh. Ja, das passt, hä? Huh? 2 Fußballer. Innen. Blau und Gold passt jetzt gar nicht, sorry. Der ist sicher langsam genervt von ihr. Ja, die unterhalten sich so gut. Das kann nur nervig sein. Ladies and Bachelor, Superstar Thalia. Ja, die ist nicht für Fame hier, Leute. Hier ist, ich habe euch einen USB-Stick mitgebracht. Da ist mein Song einmal als MP3, dann das Musikvideo als MOV und als MP4 und dann auch noch Pressefoto. Könnt ihr ja dann einfach gucken, wo ihr es einblendet. Ich muss nicht unbedingt im Mittelpunkt stehen, weil man sieht mich. Ich mache das nicht mit Absicht, ich bin einfach der Mittelpunkt, ich kann da nichts für. Ich glaube nicht, dass die anderen Kandidaten für mich eine Rolle spielen, weil ich halt eher anders bin als die. Ja, ganz anders. Special. De Andalusia. Oh Gott. Also ich habe mich sehr wohl gefühlt, weil ich meine Performance gezeigt habe. Sie kommt rein mit ihrem Song on tape. Da wurde der USB-Stick aber sowas von verwendet. Hallo. Hallo, ich bin Kenny. Ich bin Thalia. Freut mich. Freut mich auch. Hey, jetzt muss ich mich ganz kurz entschuldigen. Ich muss schnell einen Moment weg, aber du darfst da gerne auf mich warten. Ja. Bitte hol jetzt nicht die Rose oder sowas. Nee, nicht dafür. Okay. Was passiert jetzt dann? Das Top ist auch voll und durchsichtig, ne? Geil. Krank. Krank geil. Da ich nicht so einen heißen Hüftschwung wie du habe, würde ich dir gerne First Impression drauf schenken. Ich kann von dir noch ganz viel lernen. Ja. Oh wow. Das hat auch noch funktioniert. Das finde ich immer das Schlimmste. Wenn dann so unangenehme Situationen auch noch funktionieren. Hier seht ihr, ich bin der Star. Deswegen habe ich die Rose bekommen. Und die anderen bekommen eine Autogrammkarte. Okay, das ist aber auch ein bisschen gestaged jetzt, ne? Aber die hat Autogrammkarten, hat die? Hallo? Ich habe ja die wunderschöne Autogrammkarte nicht angenommen, weil für was sollte ich ein Autogramm von ihr haben? Nein, ich nehme vor. Der Autogramm brauche ich nicht, aber ein Selfie würde ich nehmen. Hey! Und ich habe bei ihr einfach das Gefühl, dass sie nicht eine allzu aufrichtige Person ist. Und ich glaube nicht, dass sie wegen der Liebe da ist. Echt nicht? Weswegen denn sonst? Hi. Hallo? Sieht sehr heiß aus. Ebenfalls. Aber ich fand die Tattoos nicht negativ auf. Das ist schon so grenzwertig. Ja, ich glaube, nach dem ganzen Zeug brauchst du sicher eine Abkühlung. Ja, definitiv. Oh mein Gott. Ich muss kotzen. Ich dachte, das kann nicht schlimmer werden. Nein, hör auf. Die anderen sind auch so ihh. Okay, ein Gucci für einen speziellen Kuss. Jederzeit einlösbar. Wer hat den Design, diesen Gutschein? Das ist der Hammer. Ken hat ein Date mit Barbie. Aber diese Barbie ist ein bisschen anders als die, die Ken kennt. Diese Lache. Weißt du, was das ist? So etwas zum Burger flippen? Ja, wir machen jetzt Burger. Na, ich werde damit den Bachelor wenden. Okay. Was verstehst du? Japaner oder blond? Ein Penner? Japaner. Aber da führen sie jetzt auch die eine ein bisschen vor, ne? Dass sie die extra mit der anderen. Ja. Konbawa.
Hallo, hallo. Hier hast du etwas Süßes zum Vernaschen. Und hier hast du noch einen Lollipop dazu. Okay. Wow. Ich glaube, glaube ich. Ich bin Kenny übrigens. Du bist. Watashi wa Jessie des. Was passiert jetzt? Was passiert da gerade? Hajime Maste. Das war Japanisch für «Ich bin Jessie». Freut mich, dich kennenzulernen. Du kennst dich mit dieser Kultur nicht aus, oder? Nein. Bist du jetzt überrascht? Hast du nicht mal angeguckt? Aber du bist echt sorry, wenn ich das sage. Du siehst aus wie meine Game-Charakter. Wirklich? Das stimmt, aber so ein Typi, der auch mit seinem Kopf immer so Sachen kaputt macht. Und deswegen ist es ein bisschen nicht mehr so viel. Wisst ihr? Ich bin sprachlos, sorry. Ich hätte jetzt nicht. Ja, aber die sind alle so schön wie du und so groß. Und... Kann ich dich anfassen? So ist sie. Da darf ich dich anlangen. Das ist nicht dein Ernst! Ich bin einfach eine Menschenkennerin. Leute, ich habe so viele Sendungen geguckt. Ich gucke das wirklich zum ersten Mal. Ich schwöre. Voilà, ich schwöre. Bist du an? Ja, sicher, sicher. Nur zu, nur zu. Ich kann ihn noch dürfen anlangen. Das war so klar. Oh, wow. In diesem sexy schwarzen hautengen Kleid. Hautenge ist es. Sabrina. Ich bin Kenny. Freut mich sehr. Ja, mich auch. Wow, deine Augen sind gerade wirklich am rausstrahlen. Ja, danke schön. Wow. Deine auch. Noch ein Kompliment zu den Augen. Ja, ich habe noch eine Überraschung für dich natürlich. Ja. Wenn du dich bitte umdrehen könntest. Okay. Oh, jetzt hat ungefragtes Spanking. Vom White Horse. Hi, bitch. Das war beeindruckend. Vielleicht brauchen wir zwar das ja noch. Eventuell. Stehst du auf das? Ja, das musst du rausfinden. Nee, das habe ich zufällig im Auto gerade gefunden. Das ist eigentlich was, um die Scheibe zu kratzen, aber hier in Thailand brauchen die es echt nicht oft. Eigentlich wollte Konditorin Nila für Kenny einen veganen Kuchen backen. Doch dann hat sie entschieden, etwas zu machen, für was man richtig Eier braucht. Ich glaube, ich hätte lieber die Torte genommen. Close your eyes and think of me. Hat jemand die Torte noch irgendwo? And soon I will be there. Ich mit der Torte. I come running. Wow. 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 Sie macht auch noch A Cappella, Leute. Yeah. Macht auch den ganzen Song, das ist die Extended Version, die geht 5:35. And I'll be there, yeah, yeah, yeah. Hör, yeah. Wow. Ich kann nicht noch eine weitere Sendung sehen, wo die Leute am Anfang singen. Und es ist keine Gesangssendung. Kann ich nicht, möchte ich nicht mehr. Wunderschöne Stimme. Danke. Ja, und auch geiler Look. Ich stell mir vor, wenn ich jetzt wirklich die Bachelorette wäre und da käme jemand, sing eigentlich fast immer. Na, manchmal sind auch so Typen, die tanzen und so, und dann rappen sie so oder so. Ich würde so krank mir das Lachen verkneifen müssen. Ich weiß, das ist voll gemein, aber ich könnte nicht anders. Ja, ja, aber ich meine, so bunt mit so Löchern in den Ohren. Ja. Ich denke schon. Nein. Speziell. Die Lester-Schwestern, die beobachten alles. Ja, du hast ja besondere Vorstellungen, gell? Sag genau die richtige, hä? Sabrina gegen Sabrina. Na, das kann man sich wenigstens merken, oder? Ich sag wenigstens alles nein, ins komm, Gesicht. Nein, komm, Sabrina, lass es. Konfrontation nein, ist voll leise. Nein, dann mach lieber dein eigenes Interview, gell? Ja, Girl. Ja, Girl. Und ich habe schon sehr oft gehört, dass sie abgelästert hat über Frauen, die künstlich sind, etc. Ja, ich habe meine Lippen gemacht, etc. Ich stehe dazu, aber ich bin deswegen kein schlechter Mensch. Ja, die Lippen habe ich gemacht, etc. Ich bin halt ein neuer Mensch, aber I love myself und das ist auch das Wichtigste. Ich bin schon so abgefuckt von ihr. Es ist hier nur Platz für eine Sabrina. Wie oft soll ich es noch sagen? Ja, das ist ihr Spruch. Kreativ. Was versteckst du da? Das ist überraschend. Ja, dann zeig doch mal. Ich wette nicht, wenn du das Ich hoffe, jemand hebt es auf. Es tut mir so leid zu stören. Ey, was macht Leo? Ich habe ihm einen Gutschein gegeben. Hey, was ist jetzt los? Ich möchte ihm einen kleinen Vorgeschmack drauf geben. Okay. Oh. Die hatte doch schon ihre Chance. Lass doch mal jetzt die anderen. Verstehe ich nicht, wieso ausgerechnet bei mir. Ich auch nicht. Und ich dachte, ich hole Maria auch gerade mit ab.
Das war so dumm. Ich kann es nicht glauben. Wo die Leonora den Moment von Marie crasht, war schon sehr frech, aber auch mutig. Und ich sage mal, es hat mir auch gefallen. Bin ich ehrlich? Ja, ich bin auch ehrlich. Mir hat es auch super gefallen. War heftig. War richtig heftig. Oh, glaub mir das. Nächstes Mal schnapp ich sie ihm weg. Das bekommt sie alles noch zurück. Oh, sie ist wütend, ne? Oh. I'm freaking out. Jetzt mal ehrlich, ich raste aus. Bekommt sie zurück. Was ist das gerade für Scheiße? Hä? Ich hab gedacht, ich hole die Marie gerade selber. Ja, aber komm, es ist ihr Moment. So, was ist das? Sie? Bist du wegen der Show da jetzt oder wegen nein, ihm? Ja, überleg mal, was wegen ihr alle da seid. Ja. Fällt nicht noch eine Gabel zu den Spaghetti. Das brauchen wir unbedingt nicht. Ist das der Kuchen, den wir vorhin gebraucht hätten, um ein paar Mäuler zu stopfen? Das war gemein. Das ist so gemein, das ist so gemein. Was? Machst du eine auf Susi und Stroll? Das wirst du sehen. Das wirst du sehen. Hä, die kennen wir doch auch. Oder kenne ich die nur, weil ich die vorhin vor 20 Minuten gesehen habe? Ach, ein Kondom mit Knoten. Wow. Wer weiß denn ja? Hä, doch, die kennt man doch auch. Woher? Wie groß bist du? 1,85. Okay, ich bin auch so mit der Schuhe, vielleicht auch so 1,85. 1,84, 1,85. Geil. Ja. Das geht gerade noch so, oder? Man sagt ja, gute Beziehung muss auf Augenhöhe sein. Stimmt, sei bitte so. Nee, ach nee, stimmt. Nee, das geht eigentlich nicht. Weil mit 1,85 nur mit Schuhen. Das geht nicht. Ja, ich habe noch ein kleines Geschenk für dich. Ja? Ich hoffe, du nimmst es mit Humor. Ja, es ist selber gerade peinlich. Für mich ist es so peinlich, Mann. Ah, Kondom. Ja gut, danke vielmals. Dann, sehr gern. Die liebt auch diesen Trend, wo man hier so rot schminkt, ne? Den liebt die. Also auf einer Skala von 1 bis 10 ist er 12 gesehen. Er hat auch Humor gehabt, er ist mega charmant gesehen. Das ist eine Humorbombe, finde ich persönlich auch. Wie heißt die denn? Bitte sag mir, woher wir kennen. Sie heißt Chiara. Also die davor mit dem Make-up. Und stammt ursprünglich aus Sizilien. Ist das Reis? Was ist das? Das vielleicht können wir zusammen schmecken. Okay. Und zwar so. Nudeln. Ich mag jetzt auch Pasta essen. Das war ein bisschen cute. Das fand ich jetzt tatsächlich, auch wenn es mit dem Teller und den Nudeln so ist schon viel Aufwand, aber es ist irgendwie süß. Das überrascht mich. Ich hätte eine Tupperbox genommen, weil es einfach besser im Transport ist. Okay. Schmeckt das gut? Mhm. Das macht Lust auf mehr. Mit zwei von euch würde ich gerne mal unter 6 Augen reden. Unter 6 Augen direkt. Und zwar bin ich heute Abend von jemandem gestört worden bei meinem Gespräch. Uiui, das hat Nachfolgen. Ich glaube, die Person fühlt sich schon angesprochen. Leonora, würdest du gerne zu mir vorkommen? Also ein bisschen so bei der Lehrer wäre. Leonora, bitte vorne an die Tafel. Und zwar hast du das Gespräch mit der Marie gestört. Oh, und jetzt Schlammschlacht. Attacke. Darum kommst du auch gerne zu mir vorne. Ja, mit euch beiden kann ich es gerne noch unter 6 Augen reden. Nochmal den gleichen Spruch mit den 6 Augen, ne? Das ist mein Spruch. Beim wichtig. Habe ich euch doch ein bisschen schlechten Eindruck hinterlassen? Ist es doch too much gewesen? Ich würde sagen, ja, too much, aber so. Intensive Abend war bis jetzt. Sagen die dazu? Ja. Also, ich rede eher weniger. Ja, eben, ich wollte dich noch mal fragen, was war so dein Hintergedanke zu dem Ganzen? Ich habe das Gefühl, die wollen beide nicht mit ihm reden. Wollt ihr den nicht kennenlernen? Seid ihr nicht wegen dem Mann hier? Ich bin halt ein Mensch. Ich bin sehr mutig. Und ich wollte das auch ein bisschen damit beweisen. Ja, Wahnsinn. Mutig. Ich bin halt ein Mensch. Ich kralle mir sehr gern, was ich gern will haben. Klar. Also ich möchte es hoffen, weil ich da der Marie nicht wirklich schaden oder ihr etwas Böses antun, weil ich sie wirklich mega gern. Ja. Warum hat sie es dann genau bei dir gemacht? Ich hatte auch sehr schlechtes Gewissen gehabt. Wahnsinnig schlecht. Ah, oh, die Arme. Es erleichtert mich, dass sie immer schön miteinander hat. Mich ehrlich gesagt auch. Gut. Ich hoffe es. Scheiße, das Putzle ist mir runtergefallen. Sagt ihr Schweizerin, sagt ihr nicht schon Puzzle, sagt ihr Putzle? Die Kommentare, die werden glühen. Ihr werdet so wütend auf mich sein. Oder Putzle oder so? Irgendwas sowas macht ihr doch. Du siehst es auch so, Marie. Für mich ist das, also ich meine, der Moment einfach überfordert. Ja. Das ist auch schwierig, so wie ich mit dem Puzzle gerade überfordert bin. Würde ich gerne jetzt die Zeit noch nachholen mit dir, Marie? Gerne. Ist das in Ordnung für dich?
Ja, was soll sie jetzt sagen? Aber natürlich. Ich mag dir das wirklich gönnen. Und es tut mir wirklich leid. Aber genieße die Zeit miteinander, okay? Ja, das war ein richtiger Skorpion-Move von der einen. Mal gucken, was der Kenny eigentlich für ein Sternzeichen ist. Mit unserem neuen Villa-Wunsch-Puzzle könnt ihr die Astrologie auch zu euch in euer Zuhause holen. Guck mal, wie schön es ist. Das sind jetzt 500 Teile. Die 1000 Teile sind echt für die Pros unter euch. Weil es ist viel Sternenhimmel, viel Sterne. Aber es ist eine kleine Herausforderung. Aber es ist eine kosmische Sache. Link findet ihr unten. Also es ist eins meiner Lieblingspuzzles, weil ich liebe Sternzeichen. Und der Krebs, das bin ich. Das sind meine muskulösen Beine. Ja, das war die Vorlage. Bist du wirklich da auf der Suche nach der grossen Liebe? Oder was war so deine Motivation gewesen? Ja, ich bin da wirklich auf der Suche nach der Liebe, weil ich das Gefühl habe, Männer tend mich wirklich aufs Äußere reduzieren. Oh, die Armen, ne? Die sehen immer so gut aus. Und keiner nimmt mich jetzt. Ich bin halt wirklich halt der Mensch, der wirklich jemanden will, tiefgründig kennenlernen. Ja. Ich kann einen speziellen Humor haben, wie du jetzt gerade rausgemerkt hast. Ich lache sehr gerne. Ja, das ist sofort rübergekommen. Ist gut. Ich lache gerne. Okay, tief so. Ich lache gerne über Menschen und mit Menschen. Spielt keine Rolle. Ich lache gerne über mich selbst. Bevor wir uns Kichererbsen gar nicht mehr einkriegen, ist ein neuer Tag und es wird direkt mal ein Spiel in der Runde gespielt. Sollte ich ein bisschen Ihre Ehrlichkeit testen? Und zwar mit dem Spiel Schonungslose Ehrlichkeit. Schonungslose Ehrlichkeit. Was soll ich sagen? Die Stimmung ist momentan sehr schwierig. Die ersten Zickenkriege beginnen schon, ja, aber es war mir klar. It's all about the drama. Wo sind wir denn hier? Also, das ist so logisch. Habe ich jetzt hier eine Schüssel mit ein paar Fragen drin. Und ich hoffe natürlich sehr, dass ihr ehrliche Antworten geben werdet. Ja, es ist ein Puzzle und es ist eine Schüssel. Wo hattest du den ausgefallensten Sex? Auf dem Fußballplatz. Das war geil. I'm sorry. Das war so gemein. Das ist jetzt einfach mich überrascht. Wie gemein. Und wie spot on. Wir können scheiß dann sein. Wir haben einfach gleich gelacht. Aber ich finde es lustig, weil genau die. Ist das nicht die, die auch Fußball gespielt hat am Anfang? Oder verwechsel ich es? Ich lasse es. Was ist alles falsch an dir? Mini-Brüste. Okay. Mini-Brüste. Okay. Ich glaube, Mini heißt hier meine und nicht sie ist Größe, nicht Mini, oder? Chiara bekommt eine besonders knifflige Frage. Was wird das wohl sein? Welche Situation rechtfertigt es, einen Orgasmus vorzutäuschen? Das ist wirklich eine schwierige Frage. Sehr fragiles kleines Ego. Ich kann das nicht. Du bist einfach ehrlich, sag ich. Ja, ich bin mega ehrlich. Bei mir kannst du sofort merken. Ja, ich kenne das auch nicht. Nee, tatsächlich bin ich wirklich als TMI vielleicht, bin kein Fan davon, das zu faken. Entweder du erarbeitest es dir oder halt nicht. Oder wir arbeiten uns das gemeinsam. Ich wäre alleine, ist auch okay. Würdest du, wenn dein Partner es möchte, auf Insta und TikTok verzichten? Eigentlich würde ich es von mir aus eigentlich eh machen, weil ich eh so ein bisschen genug habe von dem Ganzen. Das habe ich leider am Ende wieder nicht verstanden. Ich sage nein, wenn ich auf Instagram und TikTok verzichten möchte, dann möchte ich das machen, weil ich das nicht machen möchte. Und nicht, weil mir jemand anderes sagt, was ich machen darf und was nicht. Denn ich bin eine Boss-Lady. Ich verzichte auf TikTok, because I hate it. Warum hast du es mehr als die anderen verdient, hier die Liebe zu finden? Ich habe noch nie einen Freund gehabt. Und ich finde, jeder verdient Liebe. Hier bin ich mir immer nicht sicher, ob sie noch Schweizerdeutsch oder schon Japanisch spricht. Ich glaube, weil sie sagt, sie hat die Liebe verdient. Was ist das Peinlichste, was dir beim Sexdating passiert ist? Sexdating oder Sexting? Ich mache da keinen Unterschied. Das ist schwierig. Ist einfach schon so viel passiert, oder was? Echt so. Ich wüsste gerne, dass ich ihn auspackt habe und er ist dann schon hoch. Nee, ich glaube, es ist Sex. Ich verstehe nicht. Ich weiß nicht, worum es genau geht. Ist ja eigentlich auch ein Kompliment. Eigentlich schon, ja. Ja, auch ein Kompliment. So kann man es auch sehen. So. Ja, es ist dem Kenny nämlich auch schon mal passiert und es war ein Kompliment. Hier ist mein Hups-Kompliment für dich. Größere Persönlichkeiten machen das auch. Welcher Fetisch tönt? Turnt dich an. Was hat das jetzt hier mit Turn zu tun? So ist sie gerade, ne? Also. Fies. Blaue Augen. Blaue Augen kann auch Fetisch sein. Gut. Ich erwarte von euch, dass ihr jetzt dieser Person, von der ihr denkt, dass sie nicht ehrlich geantwortet hat, ein Kette um den Hals legt.
Ende bin ich wieder lost. Was hat er gesagt? Wer am Ende die meisten Ketten um den Hals trägt, ist in den Augen der anderen die größte Lügnerin. Oh Gott, danke nochmal für die Erklärung. Sabrina gegen Sabrina. Das war so klar. Das ist Karma, ne? Wer gibt, der bekommt auch zurück. Hey, look, dafür siehst du mega schön aus. Das nutzt Thalia im Moment recht wenig. Da die Brüste gucken noch raus. Dass Thalia da als Lügnerin angestellt wird von den Ladies, hat mich schon ein bisschen nachdenklich gemacht. Ich meine, weil ich habe keine Ahnung, was da sonst alles in der Villa abgegangen ist. Schreibt sie direkt einen Song drüber. Ich glaube, dass Thalia mehrere Ketten bekommen hat, aufgrund dessen, dass das generell schon viele Vermutungen umhergehen, ob sie nicht einen Freund hat. Huch! Das ist ja spicy, oder? Am Abend steht dann endlich die erste Nacht der Rosen an. Ich möchte herzlich willkommen heißen, die erste Nacht von der Rosen. Vorab ein Kompliment, euer Outfit. Die sehen wirklich alle richtig heiß aus. Da haben wir noch das Gleiche an, vom ersten Abend. Gut. Rewear your stuff, ne? Es ist ebenfalls auch der Auftakt zu ganz vielen tollen und romantischen Nächten. Doch leider muss ich auch sagen, das gilt nicht für alle von euch. Gut. Tschüssi. Die erste Person, die ich heute Abend führen bitte, ist Thalia. Kriegt sie eine Rose? Also sie hat ja schon eine bekommen. First Impression Rose, kann man die zurücknehmen? Nee. Ich habe deinen Auftritt gestern, den du abgeliefert hast, wirklich mega heiß gefunden. Ja, gut. Jedoch muss ich aber auch sagen, nach dem Verlauf des heutigen Kennenlernspiels bin ich wirklich nochmal in mich hineingegangen. Kann man die zurücknehmen? Und dann ist mir mein Herz in die Hose gerutscht. Und habe gefunden, ich wollte die wieder entziehen. Das gibt's doch nicht, das geht nicht. Das kann er nicht machen. Hey, ich bin ein Bachelor. Ich möchte dich jetzt darum bitten, deine First Impression Rose wieder auf den Block zu legen. Gut, dass ihre Songs und ihre Autogrammkarten, dass die schon verteilt hat. What the fuck? Also, was läuft da gerade? Also, bin ich in einem falschen Film oder so? Die glaubt einfach alles. Sie glaubt nicht, dass er echt ist, dass nichts ist echt. Es hat mich nicht so verwundert, weil wir ja ein Spiel gespielt haben und sie die meisten Ketten bekommen hat. Ketten sind Ketten. Aha. Da sieht man einfach, die hat echt Krebs. Du hast wirklich voll ins Rote getroffen. Ich stehe auf Alkohol, von dem her alles gut. Super, da freut mich. Und die nächsten Rosen gehen an? Janika, Lea, Ivana, die andere Sabrina für bitte. Ist Chiara, ist Jenny, Marie. Und dann macht er kurze Babypause. Statt die nächste Kandidatin aufzurufen, wendet Kenny den Ladies plötzlich den Rücken zu. What's happening? Aha. Funny. Wenn du eine Rose willst, erobere die Bühne. Leonora, Deborah. Lola kommt auch weiter. Die nächste Dame, die ich zu mir führen bitte, ist Jessie. Jessie ist auch da? Das ist wirklich eine sehr spezielle, auffällige Lady unter all denen. Lady? By the way, du siehst ja mega herzig aus. Also wirklich herzig, hübsch. Danke. Sehr niedlich. Jetzt kriege ich ganz viele Komplimente und dann gesagt er doch, aber das reicht nicht. Willst du mich verarschen? Ja. Ich habe so eine Überraschung gehabt. Ich wirklich dachte, was? Jetzt komme ich doch noch. Dann habe ich so gedacht im Kopf, ja da! Das heißt so etwas wie, ja, yeah, I did it. Die ist spannend, ne? Ja, spannend. Ich dich fragen, ob du die Rose annehmen willst, weil du bist für mich wirklich ein Wundertüte und ich wollte herausfinden, was so schnell in dir drin steckt. Ja, gerne. Ja, spannend. Ja. Ich glaube, die kommt weiter, aber ich glaube, die bleibt nicht so ewig. Arigato! Oh mein Gott, ich wollte Arigato sagen. Es war klar, dass sie Arigato sagt. Arigato, das verstehe ich. Das ist so das Einzige, was ich hier verstehe. Oh. Ich wollte am liebsten nicht los. Ja. Weißt du, die ist so, wie man sieht, wenn so Fans in den 90ern die Backstreet Boys getroffen haben. So ist das, genau so. Ja, die Umarmung ist absolut von Herzen gekommen. Ich glaube, so lange hat mich fast noch nie jemand umarmt. Also wirklich, er ist so toll. Oh Gott, das ist so traurig, dass ich noch nie in ihrem Leben so lange umarmt wurde. Thalia und Nila. Ich sag's, mit der Torte wäre sie weitergekommen. Der Auftritt von euch beiden, der hat mich mega umgehauen. Aber es kann nur eine in den Recall kommen. Thalia, möchtest du die Rose erneut annehmen? Ja, eben gerne. Und das mit ihrem Playback? Die hat richtig mal live gesungen. Ich finde dich eine mega interessante Frau. Und aus diesem Grund möchte ich auch dich noch ein bisschen mehr kennenlernen und dass du noch bleibst. Oh, sind alle weitergekommen? Wenn du das auch willst, natürlich.
Ja, aber bitte lass mich nicht mehr so lange warten. Das ist so schlimm. Oh, Leute, das war doch ein Ritt. Auf die Liebe. Sind ernsthaft in der ersten Folge alle weitergekommen? Ich bin hooked. Ich fand es sehr unterhaltsam. Es war definitiv sehr anders. Schreibt mir gerne, wie es euch gefallen hat und ob ich noch weitere Folgen oder vielleicht einfach nur die letzte Folge mal kommentieren soll. Dann gucken wir mal, was passiert ist. Sagt mir sehr, sehr gerne Bescheid. Und schaut bei meinem Podcast-Kanal vorbei. Mir relativ egal, der Podcast. Überall, was Podcast gibt, auch auf YouTube. Link unten. Ich freue mich auf eure Kommentare und bis bald.